Krise. Wenn man sagt, das Spiel war enttäuschend, dann ist eindeutig ein bisschen zu wenig. Wenn man sagt, das ist so, dass es richtig frustrierend ist, dann ist es zu passiv. Wenn man sagt, das war wieder mal ein absoluter neuer Tiefpunkt, trifft es das? Ja, es ist ein Tiefpunkt und ich verstehe die Spieler auch nicht. Zum Schluss jetzt auch noch Kehl. Warum sagen sie nicht einfach, das war ein schöner Mist, was wir da gespielt haben? Da gibt es keine Entschuldigung für. Sucht er nach den Stärken von Island, was die alles besser können und was die hier gemacht haben? Das darf doch nicht das Kriterium sein. Das ärgert mich ein wenig. Wir wollen gleich noch weiter darüber sprechen. Ich höre gerade, Rudi Völler ist bei Waldemar Hartmann und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Das sind wir sicherlich alle und auch die Zuschauer, Rudi, herzlich willkommen. Als Teamchef, meiner Meinung nach, hat man nach so einem Spiel zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man stellt sich vor die Mannschaft, weil man weiß, man braucht sie am Mittwoch im Spiel gegen Schottland wieder. Oder die andere ist, mit harten Worten diese Mannschaft aufrütteln, weil man sie am Mittwoch wieder braucht und vielleicht ganz anders wie heute. Für welche haben Sie sich entschieden? Beides, möchte ich mal so sagen. Man muss ja beides versuchen, ist doch ganz klar. Natürlich bin ich heute, ich wurde nach dem Fahrö-Inselspiel ein bisschen belächelt, als ich die Mannschaft ein bisschen Schutz genommen habe. Das ist natürlich heute schwierig, weil wir vor allem in der zweiten Halbzeit viel zu behäbig gespielt haben. In der ersten Halbzeit, finde ich, haben wir es noch ganz ordentlich gemacht, hatten eigentlich die Isländer recht gut im Griff, haben uns die ein oder andere Torchance auch erarbeitet, aber zweite Halbzeit war einfach zu wenig. Da kamen auch Impulse aus dem Mittelfeld zu wenig, vorne im Sturm konnten wir uns kaum durchsetzen und wir haben uns eindeutig auch etwas zu wenig bewegt. Das ist sicherlich ein Ansatzpunkt und eins ist klar, Mittwoch können nur Spiele auflaufen, die von vornherein mir das Versprechen abgeben, dass es auch hundertprozentig laufen und wirklich für die Mannschaft absolut da sind. Da müssen wir Tore schießen, auch gegen Schottland. Und da haben wir die Qual der Wahl. Aber wir haben keine, die verletzt sind. Also alle, die in Deutschland den Adler tragen, die einen deutschen Pass haben, die Tore schießen können, sind an Bord. Und trotzdem ist das das Problem in der deutschen Nationalmannschaft. Wie kann man das beheben? Ja, wir müssen daran arbeiten. Wir müssen Geduld haben. Wir müssen versuchen, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Wir haben es auch versucht. Wir haben auch in der zweiten Halbzeit, vor allem mit dem Kevin Kurani, der hat seine Sache ganz ordentlich gemacht danach. Aber grundsätzlich ist natürlich richtig, wir machen zu wenig Tore. Ist ja klar, wir haben heute 0-0 gespielt. Das ist natürlich zu wenig, aber trotzdem möchte ich ein bisschen den Sebastian Kehl in Schutz nehmen. Ich weiß hier, meine beiden Jungs hier von der ARD, der Günther und auch Delling, die natürlich, vor allem Delling, ist natürlich schon eine Sauerei, was der hier sagt. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich kritisiere die Mannschaft, aber ich muss natürlich auch die Mannschaft in Schutz nehmen. Was der Delling macht, ist nicht in Ordnung. Was meinen Sie jetzt da genau? Ja, einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Da stelle ich mich vor die Mannschaft. Natürlich war das heute nicht in Ordnung, auch in der zweiten Halbzeit. Aber man sollte schon mal überdenken, wenn man solche Berichterstattungen macht, dass man, also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Frage war von Gerd Delling, dass es ein Tiefpunkt war. Ich muss ihn ganz Nein, auch diese Geschichte mit der Unterhaltung, die Samstagabend noch hat. Soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen und kein Sport, kein Fußball. Da soll er wetten, dass man soll den Gottschalk ablösen, wenn sie lieber ist. Das ist im anderen Kanal, das ist beim ZDF. Ja, das soll da hingehen. Und es gibt eine Krise, das hat auch die ARD schon gesagt, in der Samstagabendunterhaltung. Und daher hat er das genommen. Ich bin auch nicht der Rechtsbeistand von Gerd Delling, bin aber auch Journalist und erlaube mir auch zu sagen, das wissen Sie auch selbst, Sie haben das ja auch gesehen, dieses Spiel, dass es in den ersten 45 Minuten, die Sie jetzt noch gut bewertet haben, ganz sicherlich auch ein statisches Spiel war. Ich war hinter dem Tor gestanden mit Sepp Maier. Wir waren uns da auch einig, es ist zu wenig gelaufen worden, man hat sich zu wenig angeboten. Die Deutschen tun nicht. Aber das ist ja alles auch in Ordnung. Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also das ist für mich das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. Wechsel den Beruf, ist besser. Suchen Sie sich nicht im Moment den falschen Gegner aus? Nein, ich suche mir genau den richtigen aus. Den falschen Gegner aus? Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn nicht mehr anhören. Das ist einfach so. Ja, aber die Mannschaft ist doch der Ansprechpartner der Allererste. Ja, wir kriegen auch ihr Fett weg, aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören, immer nach jedem Spiel. Und dann ich kann es mich nur wiederholen, die Geschichte mit diesem Tiefpunkt und nochmal tiefer. Natürlich, wir haben heute, und da hat der Sebastian Kehl, wir haben recht, wir haben heute beim Tabellenführer gespielt. Wir haben 0-0 gespielt. Das ist sicherlich in Ordnung. Das ist ein Tick zu wenig für unsere Ansprüche. Wir sind Vizewaldmeister, das muss ein bisschen mehr kommen. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können.
immer diese Geschichte, alles in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen. Das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich. Rudi, darf ich zu dem Spiel heute nochmal zurückkommen? Ja, gerne. Okay. Da ist eine isländische Mannschaft. Die meisten Spieler spielen in England in der zweiten Division, sind da auch nicht Stammspieler. Wir müssten doch eigentlich von der Position her, die wir haben, von den Besetzungen, die wir hier haben, die Mannschaft klar beherrschen. Das haben wir nicht. Ach, wieso müssen wir denn die Mannschaften klar beherrschen? Wieso, wir spielen, die Isländer sind Tabellenführer, das weißt du, Waldi, oder ja, nicht? Ja. Sind sie Tabellenführer oder nicht? Richtig. Ja, also. Haben und dann müssen wir den Gegner auswärts klar beherrschen. In welcher Welt leben wir? Lebt ihr denn alle? Nee, ich habe gedacht, in der einzelnen Position, wenn ich 1:1 vergleiche. Ich habe doch die Mannschaft kritisiert. Ist doch ganz klar, das war heute nicht in Ordnung. Es war zu wenig Laufbereitschaft. Am Mittwoch werden nur die Leute spielen, die sich wirklich 100%ig den Arsch aufreißen. Aber wenn, ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, Herr Günther, was wir früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Wir haben doch Standfußball gespielt früher. Also, ich komme nochmal so auf das zurück. Ich schaue mir das auch das Spiel an und wir sind uns ja meistens in der Beurteilung dieser Spiele auch einig. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingebracht. Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, bist schön locker. Also in Island gibt es kein Weizenbier zu meinem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch kein Weizenbiertrinker. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt mit dem Stil weitermachen wollen. Du hast das ja gesagt, jetzt sind wir nämlich schon da, wo wir waren. Warum sollen wir nicht zu dem zukommen, wo wir schon lange sind? Am Mittwoch müssen die da sein, die sich den Arsch aufreißen. Sitzen die auf der Bank oder sind die heute schon auf dem Feld gewesen? Und warum haben sie es heute nicht gemacht? Ja, es ist natürlich auch auf dem Gegner auf dem Platz. Natürlich war das von dem einen oder anderen nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Natürlich habe ich auch in der Halbzeit gesagt, wir müssen noch einen Tick drauflegen, im Prinzip, aber es wurde dann ein bisschen weniger. Es wurde eigentlich noch weniger als in der ersten Halbzeit. Aber ich verstehe nicht immer dieses hohe Ross, das alle haben. Ich kann das nicht verstehen. Warum Island ist Tabellenführer gewesen? Mhm. Natürlich müssen wir hier normalerweise etwas besser spielen. Aber es kann doch keiner von uns verlangen, dass wir hierher fahren und die Isländer 5-0 wegputzen. Nee, das war ja auch, hat ja auch keine. Ja, aber Verlag. So redet ihr doch alle. Dass wir hierher fahren müssen, unsere Ansprüche sind so, wir müssen hier mal locker herfahren und wir müssen die ganz locker wegputzen. Also ich muss auch mal sagen, jetzt auch schon ganz deutlich sagen, Rudi, das macht ja nicht die ARD oder das macht nicht das ZDF und wir machen uns keine Gaudi draus, das machen wir nicht für unser Poesiealbum und finden uns danach besonders toll und schlagen uns auf die Schulter. Nein, bist du sicher? Ja, ich auf jeden Fall kann für mich sprechen. Gut, okay. Ich habe auch keine 3 Weißbier getrunken. Ich mache dieses Interview und wir können danach die Alkoholprobe bei der Doppelprobe machen. Mit 0,0. Nicht beleidigt, Rudi. Aber die Kollegen von den Zeitungen, die schreiben doch das auch, was sie glauben, was der Leser genauso merkt. Das sind doch nicht wir die Einzigen. Es ist doch nicht so, dass wir im luftleeren Raum schweben und die Zeitungen, die deutsche Mannschaft seit einem Jahr nach der Weltmeisterschaft ständig bewundert haben. Die machen doch auch Kritik. Darum geht es doch gar nicht. Das ist doch richtig, dass wir sicherlich jetzt in den letzten Monaten Spiele abgeliefert haben, die natürlich nicht in Ordnung waren. Das ist doch in Ordnung. Nur wehre ich mich dagegen, dass man nach solchen Spielen, dass man alles total in den Dreck zieht. Also wirklich, das ist die allerletzte, unterste Schublade. Natürlich war das nicht in Ordnung und ich habe es eben auch gesagt, da wehre ich mich natürlich auch dagegen. Am Mittwoch werden nur Spieler auflaufen, die richtig Gas geben, das ist ganz klar. Die Situation hat sich für uns ja auch nicht so viel verändert. Wir haben heute nicht verloren, wir hatten ein bisschen Glück, wir hätten noch verlieren können am Ende. Aber wir müssen die Schotten schlagen, das bleibt letztendlich. Okay. Also, jetzt sind natürlich zwei... Ja. Entschuldigung, die Geschichte mit dem Weizenbier habe ich nicht so gemeint. Alles andere habe ich so gemeint, wie ich es gesagt habe. Ja, okay. Und jetzt glaube ich auch, haben die zwei, die jetzt betroffen waren und die du jetzt angegriffen hast, das Recht zu kontern, so wie im Fußball. Wie sie es halt in ihrer altbewährten Maße so nicht mehr machen. Fußball, ja? Wir können eine Konferenzschaltung machen. Ja, es ist, glaube ich, die fairste Nummer. Wir haben eine Live-Sendung im deutschen Fernsehen, alles Samstagabend. Klar. Bessere Unterhaltung, glaube ich, gibt es gar nicht. Jetzt kommt Delling und Günther Netzer, oder? Der Unterhaltungschef Delling kommt jetzt, okay. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber da muss man auch mal durchschnaufen. Offenes Visier machen wir von hier oben aber auch und das mit dem hohen Ross, ich glaube, das haben wir nicht dabei und wir gucken dieses Spiel und bewerten das und müssen nach wie vor sagen, es war kein gutes Spiel und man hätte sich vielleicht mal gewünscht, dass der ein oder andere so aus sich herauskommt wie Rudi Völler. Das ist in der Tat so und ich ziehe mir diesen Schuh ebenfalls an, nicht nur, dass er mich angesprochen hat, was wir in der Vergangenheit für Scheiß gespielt haben, das sage ich oft genug hier, dass wir einen schönen Mist gespielt haben früher. Nur die Anhäufung der schlechten Spiele dieser Mannschaft von Rudi Völler, das ist etwas, was zu bedenken gibt. Das war bei uns nicht der Fall. Wir sind in Albanien ausgeschieden, wir haben in Zypern verloren. Aber dann kamen 10 gute und überragende Spiele. Das kann ich hier überhaupt nicht feststellen.
Und wir haben nicht übermäßig kritisiert hier. Die können froh sein, dass sie bei uns beiden im letzten Jahr so weggekommen sind. Trotzdem muss man mal eines sagen, was ja auch durchklang bei Rudi Völler. Vielleicht ist er einfach gedanklich ein bisschen weiter, um es positiv zu formulieren. Der hat gesagt, wir erwarten einfach zu viel von dieser Mannschaft. Und da muss ich mittlerweile ehrlich gesagt recht geben. Wir sind hier mit der deutschen Mannschaft beim Tabellenführer ganz offensichtlich, der es versteht, sozusagen Torchancen rauszuspielen und der sich so viele Chancen erspielt, dass man doch manchmal Angst haben muss. Aber was ist das für eine Aussage? Wir erwarten zu viel von der deutschen Mannschaft, die hier in Island nicht nur nicht gewinnen kann, sondern eine Art Fußball spielt, die wir nicht tolerieren können. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten diese Maßstäbe nicht anlegen, dass wir solche Schwierigkeiten haben. Selbst mit einem Tabellenführer, weil es der Teufel wieder dahin gekommen ist, Island, Tabellenführer. Da gehören wir hin. Deutschland gehört in die Tabellenführung. So, und das, diese Ansprüche wollen wir uns von Rudi Völler nicht wegnehmen lassen. Die müssen wir nach wie vor besitzen im deutschen Fußball. Zumal es, wie gesagt, nachdem, wir haben das vorher angesprochen, nach 1968 das erste Mal wäre, dass eine deutsche Fußballnationalmannschaft nicht bei einer Europameisterschaftsendrunde wäre, wenn das hier nicht klappt, beziehungsweise jetzt mit den beiden ausstehenden Spielen zu Hause gegen Schottland am Mittwoch, übrigens in der ARD, und dann nochmal im Oktober bei den Kollegen des ZDF gegen Island. Wir schauen aber trotzdem mal die sogenannten Höhepunkte dieser Partie an und beginnen in der 50. Minute in der zweiten Halbzeit.